Was geht ab, Freunde? Ja. Sollen wir zusammen machen? Ja, zusammen. Machst du das jetzt wieder ins Video rein? Nein, mach ich nicht. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum zweiten PT-Let's Play. Yo. Zum Glück hat das Ganze hier gespeichert, also wir hören jetzt darauf, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nee. Scheiße, wir fangen jetzt da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da ist ja die Türe aufgegangen und da habt ihr alle in die Kommentare geschrieben, dass wir erstmal die Taschenlampe da aufheben müssen, die im Badezimmer lag. Und das wussten wir nicht, wir sind erstmal da so rumgerannt. Ja, wir sagen, heute spielt der Stefan mal und nicht ich. Dein Kopf ist halb abgetrennt. Ja. So, Freunde. Ja, also wir müssen jetzt erstmal ins Badezimmer diese Taschenlampe da aufheben. Immer noch 23.59 Uhr. Wir waren ja so blöd, ne? Die ganze Zeit lag das auf dem Boden, alle in die Kommentare. Ey, ihr guckt doch schon die ganze Zeit. Oh, warte, erstmal frohe Weihnachten. Achso, haben wir das vergessen. Ja, wir wünschen euch alle frohe Weihnachten. Feiert schön mit eurer Familie. Ja. Beschenkt euch schön. Genießt die Zeit. Und ja, wir heben jetzt die Taschenlampe auf. Hör auf! Guck mal, ich musste gar nichts drücken. Ach du Scheiße, Alter. Ah. Was ist das denn? Ah, die Tür ist zugegangen, als oder? Als ob. Bart. Soll ich mal nach oben gucken? Hör auf. Alter. Bam. Läuft er dagegen? Da, nee. Boah. Ich dachte, das wäre jemand. War das denn wir? Was ist das denn für ein Bandwurm? Das ist ein Baby, Alter. Richtige Missgeburt. Das sind keine Augen. Was für eine Missgeburt. Guck mal, der Schädel. Der platzt gleich. Was soll das denn? Die Tür ist auf? Ja. Oha. Da ist irgendjemand. Komm, gehen wir mal hin. Ja, nee, scheiße, ich wieder richtig in die Hose. Guck am besten mal in die Badewanne rein. Okay. Da kann auch was kommen oder irgendwas. Was ist das für ein Flackern, Mann? Warum geht denn die Tür nicht auf? Oh. Wo kommt denn der Sound her? Vielleicht musst du in die Toilette rein. Vielleicht müssen wir das Baby in die Toilette schmeißen. Jetzt ist es ruhig. Das ist nicht gut! Warum ist es jetzt so still? Vielleicht die Türe offen. Geh mal zur Türe hin. Da, die ist offen. Die ist offen! Ach du Scheiße, jetzt kommt diese Frau locker wieder irgendwo. Oh, das ist wie bei Dings, ey, wie bei diesem Rack. Diese Frau steht die da auf einmal so. Riech doch nicht so langsam um! Was ist denn da, Alter? Die Tür hinten ist offen. Locker. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Oh fuck, Alter. Oh, Runde 4 überstanden, Alter. Runde 5. Ding, ding, ding. Oh, du Scheiße, es ist ja hinten auch noch alles dunkel, Mann. Ich glaube, der muss jetzt mal die Taschenlampe rausholen. Der hat die doch schon draußen. Ach so. Ich habe auch irgendwas gelesen, man muss sich alle Bilder angucken oder so. Kann das sein? Vielleicht, aber ich feier das. Brauchen wir erstmal keins. Ach du Kacke, Alter. Jetzt kommt irgendwas, Mann. Da kann man nicht einfach durchgehen. Da wird irgendwas kommen, Mann. Jedes Mal, wenn wir da hingehen, ich krieg voll den Schauer. Immer wenn. Boah, bin ich wieder an dieser Türe da. Oh. Ja, ich krieg immer Gänsehaut, ne? Komm, guck doch nicht schon wieder rein, Alter. Jetzt kommt dir das im Kopf raus. Ja, nee, scheiße, ich soll in die Hose. Wo ich nicht mal spiele, Alter. Als ob man jetzt einfach hier durchgehen kann, das glaube ich nicht, ey. Hallo? Wo sind die denn alle? Ja, man kann einfach durchgehen. Oh, was ist das denn für ein Zahlencode? 204863. Das merkt man. Ah! Wer ist das denn? Alter! Mein Gott. Ah! Ey, was war das gerade? Mein Gott! Ich glaube, wir sind gestorben, ey. Wir haben irgendwas falsch gemacht, oder? So sollte das so sein. Ich glaube, es ist so. Ach du Scheiße, ey. Shit, wir sind wieder am Anfang. Ach du Kacke. Aber hat diese Demo überhaupt ein Ende? Keine Ahnung. Oder geht das immer weiter? Ich habe irgendwas gelesen, es gibt glaube ich 20 Runden oder so, kann das sein? Und wir sind gerade mal jetzt Runde 5.
Boah, ey, war das was für ein Schock. Auf einmal kommt da so ein... Aber die war auf einmal plötzlich da, ne? Die stand ja, nicht davor. Ja, wo kam die her, Mann? Und wer war das überhaupt? Wir haben doch eben schon so eine Frau im ersten Teil gesehen. Ja, das sind mehrere, glaube ich. Was guckst du denn da hin? Meine Stimme, kannst du sie hören, dieses Zeichen? Ja, wir... Oha, es wird ewig warten. Ne, bist du bereit zum Gucken? Ja. Ja, das war doch gerade auch, das Leitungswasser ist nicht in Ordnung. Sollen wir reingucken? Ich habe richtig Angst. Nee, nee. Du musst doch wieder... Das ist dasselbe wie gerade. Aber die verarschen uns. Ja, diesmal habe ich jetzt wirklich Angst, weil eben diese Missgeburt einfach so... Nicht, dass sie jetzt wiederkommt, Mann. Schon wieder? Was haben wir denn falsch gemacht, Mann? Oh ne, ich gehe da nicht nochmal durch, dann kommt die wieder. Doch, jetzt. Die kommt jetzt irgendwann. Jetzt kommt die wieder? Nein, ich will nicht. Vielleicht muss sie ja boxen mit R3 oder so. Drehen Sie sich um! Nein, ich dreh mich da. Nein, Mann! Dreh dich um! Ich will mich nicht dreh dich um! Nein! Nein! Hä? Da war nix. Da hab ich mich ganz umgedreht. Ja! Hörst du das? Ey, das können wir nicht weiterschieben, Mann. Soll ich durchgehen? Geh jetzt wieder durch, Mann. Durch die Tür? Ja. Fuck, Alter, die kommen jetzt wieder. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Ganz ruhig bleiben, oder? Die kommt nicht. Oder wo kam die gerade? Die war schon. Die kam eben von da. Okay. Okay, dann... Dann ist es richtig gewesen. Ey, wenn wir uns jetzt wieder umdrehen... Ganz vorsichtig. Das ist erst der Anfang. Oh, es wird wohl noch schlimmer. Schon wieder? Komm, wir gucken nochmal rein. Ne, aber das scheint nichts zu sein. Weißt du, was ich voll schlimm fand? Weil eben hat man die ganze Zeit was gehört und dann hat man gesehen, okay, da kommt jetzt was, aber auf einmal sind wir durch die Tür gegangen und da kamen die direkt. Ja. Weil ich dachte, eigentlich ist das nicht so schlimm, aber guck mal, jetzt kann jederzeit was kommen, das wird doch immer schlimmer. Schon wieder die Nummer. Stell mal vor, auf einmal guckt da so ein Monster runter. Oh mein Gott. Aber ey, das ist schon... Was? Ist zu? Das ist zu. Das heißt, jetzt... Nein! Nein. Ja, okay, jetzt kommt das bestimmt. Ey, was, wer redet denn da? Das hört sich wie so ein Babyphone oder so. Machst du lauter oder leiser? Ja, lauter, aber muss ja was... Ich muss das Ganze auch verstehen. Nein, Gott, das ist so dunkel. Ach du Scheiße, Mann. Bitte. Nein. Oh. Scheiße, Mann. Was müssen wir denn jetzt? 204863. Was hat das zu bedeuten? Das ist irgendwo ein Tresor. Also, was ist das? Eine Titte oder was? Ich glaub schon. Mal dran, Mann. Gucke mal dran. Meine Stimme. Ah, schon wieder. Wir müssen, glaube ich, irgendwelche Bilder angucken oder so. Und dann in ein Bild hineingehen, wie so ein Portal. Das könnte natürlich auch sein. Boah, ich bin schon wieder am Schwitzen. Ich war vorhin noch am Schlafen, jetzt bin ich wieder hellwach. Ich komme hier hin, ne? Der kommt der mir so entgegen. Das ist eine Leiche, ey. Wollten wir erstmal FIFA aufnehmen, aber da haben wir gedacht, komm, nehmen wir erst Appetit auf, damit wir wach werden, ey. Da blinkt irgendwas. Wo? Hast du das gesehen? Ja. Was, vielleicht liegt irgendwo was am Boden. Komm, lass mal Rille machen hier. Auf Rille mit der Weinflasche. Boah, da war wieder die Tür, hast du gehört? Du Scheiße. Aber was heißt? Ich mich jetzt umdrehen, ne? Oh mein Gott. Boah, da ist irgendwas, oder? Nein. Irgendwo kommt dieses Geräusch, Mann. Was heißt denn Gouch it out? Was für Gouch it out? Das stand bei dem Bild gerade, wo der Frau da war. Das ist Gouch. Weiß mach mal nicht. Google-Übersetzer. Ein bisschen Schleichwerbung für Google. Da ist so ein X bei der Frau auf einmal. Das heißt, die ist verschwunden. Das war heißt, das vorher nicht? Nee, glaub nicht. Ich glaube, der Mann kommt gleich auch noch. Das Ding macht diese Geräusche da, oder? Mal Radio? Ja. Wir müssen, dreh dich mal um, guck mal hoch zu den Balkonen da oder sowas, oder? Bist du je? Da kann auch irgendwas sein. Vielleicht musst du mal ranzoomen oder so. Boah, ich zoom mal rechts, zoom mal rechts. Du musst auch nicht immer so. Ja, ich guck ja, ich mach nur das von meinem Mund. Hallo.
Was müssen wir denn jetzt schon wieder machen, ne? Was hat denn dieser Zahlencode zu bedeuten? Geh mal ganz nah an die Türe da dran. Ist das eine Banane? Ja. Und welche Tür denn? An die linke, die zu ist. Geh, dann bist du dieses Geräusch machen. Ja. Jetzt muss er vielleicht wieder zurück an den Anfang. Da stand er vorhin, drehen sie sich um. Was vielleicht ist denn Gouch It Out? Gutsch. Boah, jo. Ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Ach so. Warum ist das denn dann so dunkel? Irgendwas mit dieser Türe hier sein, mit der Tür hier. Da. Nicht erschrecken. Ganz ruhig, das ist nur eine Tür. Zoom mal dran. Vielleicht musst du ja höher oder runter oder tiefer. Nee. Das heißt, wir müssen zurück. Guck mal hier rechts die Bilder an. Vielleicht ist hier irgendwas. Da, du musst die Nummer vielleicht wählen. 2048. Drück mal. Du, 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 du. Hallo? Aber das kann ja gut eine Nummer sein. Was, wer redet denn da wie so eine Missgeburt? 2048-63. Geh mal wieder eine Postleitzahl. Geh mal wieder zurück. Hier hin? Nee. Da den Weg. Vielleicht geht's ja hier diesmal weiter. Vielleicht müssen wir jetzt wirklich wieder zurückgehen. Was war das denn? Das war ein Schritt. Siehst du? Und jetzt musst du dich umdrehen. Die ganze Zeit kommt die scheiß Stimme. Das ist schwierig, ey. Vielleicht müssen wir uns irgendwo im Spiegel selbst betrachten. Guck doch mal, was Gutsch heißt oder was das für Gutsch. Machen wir mal Google Übersetzer. Guck dir mal die Bilder an oder so. Aber das, ich kann mir nur denken, dass man anrufen muss, weil das Einzige, was damit zu dem Zusammenhang ist. Telefon. Das heißt aber doch Call. Dieses Zeichen. Was für ein Zeichen? Vielleicht müssen wir jetzt mal aus dem Fenster gucken oder so. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Gucken wir erstmal hier. Guck mal jetzt links aus dem Fenster einfach raus. Da kann ja irgendwas kommen. Das kann ja gut sein. Ich hab Hunger. Gouch to gouch out. Übersetzung. Jemanden blenden, Augen ausstecken. Ausstechen. Ausmeißeln. Wir müssen die Augen ausstechen von der Ollen. Vom Bild? Ja, stech es aus. Wir müssen das irgendwie ausstechen. Gouch. Aber ich kann nichts drücken. Wo haben wir denn Messer oder so? In der Küche. Du. Löcher bohren, herauskommen, das ist irgendwas mit. Ja. Wir müssen ausleben, durchspielen. Guck hier, weil da so ein X ist. Halt mal gedrückt. Vielleicht passiert dann was. Alter, wenn hier so riesen Kakerlaken rumlaufen würden, ey. Bah, auf Malle waren die ja, Alter. Wo? Ja, im Hotel eine. Hast du gesehen? Ja, ich schwöre es dir. Im Hotelraum, bei Mamadou. Mamadou. Ja. Ich glaube, wir sind wieder zu blöd für das Spiel. Was ist denn da oben? Guck mal dahin, irgendwo, dahin. Alter, wenn da jetzt irgendwas kommen würde, Mann. Gouch it out. Freunde, wir stecken wieder fest, das heißt, ihr müsst uns weiter sagen, wie es weitergeht. Aber die Tür ist doch nicht umsonst zur Hälfte offen. Ja, aber ich war doch schon da. Vielleicht musst du ja von da gucken. Vielleicht kannst du ja mit dem Messer. Nee, kannst du auch L3 drücken oder so? Oder geht noch R3? Alter. Was siehst du das da im Spiegel? Tja, vor da. Das verpiert. Guck da jetzt mal weg, ey. Hallo, du bewegst dich die ganze Zeit so. Was machst du? Bist du das? Bist du das? Alter, bist du das? Ich mach gar nichts. Als ob, Mann. Ich drück nur den Knopf hier. Dann guck jetzt weg, drück den weg. Alter. Was könnten das heißen, ausstechen? Aber wir haben kein Messer oder so. Ich guck schon die ganze Zeit dahin. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben irgendwas übersehen an irgendeiner Ecke. Manno. Das ist echt schwer gerade. Ja, was heißt schwer? Wir wissen einfach gar nicht, was wir machen müssen. Rätseln. Das ist doch dein Fall. Wir gehen mal ans Telefonnetz. Das steht doch nicht umsonst so da. Ja, aber ich drück doch. Guck mal überall hin am Telefon. Hörer. Vielleicht müssen wir hier die Augen ausstechen von irgendeinem anderen Bild. Ja, aber ich drück doch die ganze Vielleicht ist hier die Frau irgendwo noch zu sehen. Da ist die. Nee, das ist ein Mann. Da ist so die Frau, die linke. Ach so.
Sieht aus wie ein Mann. Ich kann schon wieder die Kommentare lesen. Ihr müsst das und das machen, seid ihr doof. Aber diesmal ist doch nicht so, was man leicht übersehen kann. Wir haben diesmal alles abgesucht, weil ich eine Dose werfe. Hier kommt doch jetzt wieder bestimmt dieses, ich bin immer da. Es wird immer schlimmer. Das war bei dem anderen Bild, bei dem. Da. Meine Stimme, kannst du sie hören? Kann ich werde eh geatmet, wenn du kommst. Das, guck mal, das ist ja die Kette gewesen, das ist ja die Frau hier. Die ist schon weg, ne? Ja. Die ist schon ausgestochen. Ja. Das muss irgendwas anderes ausstechen. Ist hier rechts nicht irgendwas auf dem Boden noch? Nee. Ja, das da ist doch die Küche, oder? Das sieht aus wie eine Küche. Dann spring mal da rein. Das kann nicht sein, ey. Aber das ist trotzdem noch so unter Spannung. Ich denke, da kommt immer noch irgendwas jetzt. Bei mir geht's so langsam, aber ich glaube, wenn wir uns dann gleich wieder so erschrecken, ist vielleicht irgendwas am Boden, was wir übersehen haben? Glaube ich nicht. Bild auch nicht. Achtung! Teddybär. Du bist kleine Mädchen. Ah! Was? Und durch was? Und durch Nebel schwinden? Meinst du, ich dreh mich mit euch jetzt nicht um? Muss dein Wein dein Nebel schwinden? Ja, ich dreh mich doch jetzt nicht um. Doch, du gehst jetzt durch die Tür, die wird offen sein! Nein! Was war das? Was stand da? Durch Nebel schwimmen. Und was heißt das? Wo ist Nebel? Auf jeden Fall, ist das heller geworden oder war es schon so? Das war doch schon so. Düdüm, düdüm, düdüm. Düdüm, düdüm, düdüm. Warum kam das denn jetzt? Weil ich auf den Bären geguckt habe. Was war das im Zusammenhang? Du hast hier rechts keine Messer an dem Spiegel oder Foto? Ne, das sind Socken oder so. Da hängt dein Socken bei sich auf. Meinst du, da kommt jetzt was? Ah! Mein Gott! Was hängt denn hier schon wieder? Der Kronleuchter bewegt sich, der hat sich voll nicht hat's bewegt. Doch. Sicher? Schon, ne? Guck mal jetzt irgendwo hoch. Da muss doch oben irgendwas. Da sind ja nicht umsonst diese Balkone. Die kommen noch später. Boah, wir müssen vielleicht wieder zum Teddy gucken oder zurückgehen. Auf jeden Fall erschrecken wir uns gleich mega. Durch Nebel schwinden. Was heißt das, durch Nebel schwinden? Wir müssen durch den Nebel, aber ich sehe ihn. Der Nebel ist draußen, also müssen wir nach draußen. Da ist doch irgendwas. Das Foto da ist doch am Leuchten, das rechte. Da ist doch jetzt Nebel. Wo? Wo? Guck, du musst rausgucken, du musst glaube ich rausgucken. Ich guck doch nicht. Guck raus. Guck einfach jetzt ans Fenster raus. Nee. Okay. Gibt's ja noch andere Fenster. Guck einfach durch alle Fenster mal. Nee. Vielleicht nochmal hier rein. Nee. Stell mal vor, da kommt ein Monster. Nicht erschrecken. Du denkst, da kommt was. Wo müssen wir denn jetzt wieder hingucken? Wir haben immer auf den Boden geguckt und dann stand da durch Nebel. Ich habe auch noch, da war links oben stand auch noch irgendwas. Verschwinde durch den Nebel. Taschenlampe ausmachen kannst du nicht, ne? Nee, ich hab schon. Was ist denn da unten? Das ist eine Bierflasche. Ach so, ich dachte, das wäre so ein... Was haben wir denn hier? Geh mal links zurück, nicht da. Wieder nach vorne. Und dann? Da links war doch noch eine Tür, da oben war da auch ein Fenster. Wir mussten ja da hingucken. Und der Nebel kann ja nur von draußen. Guck mal, sind überall Fenster. Da links das Fenster vielleicht? Nee, auch nicht. Ja, ja. Freunde, wir sind wieder. Wissen nicht, wie es weitergeht. Boah, ich brauch Deo. Bin richtig nass am Schwitzen. Ja, sollen wir pausieren wieder? Oder? Wie viel haben wir denn schon? Wir haben schon 19 Minuten oder so, schon länger als letzte Mal. Eieiei. Ja, aber wir müssen noch ein bisschen weiterkommen, wir haben noch gar nichts geschafft. Ja, aber wir schaffen es ja gerade nicht. Wir müssen uns erstmal von den Zuschauern hier ein paar Tipps holen. Demnächst nur noch eine Minute. Jungs, wir kommen nicht mehr weiter. Aber jetzt ist echt ziemlich schwer. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das, was wir jetzt gerade machen, ob ihr das dann langweilig findet, ob wir das...
ob wir das rausschneiden sollen oder so, weil wir wissen ja echt gar nicht, was wir hier gerade machen sollen. Ich denke, die Spannung ist trotzdem da, dass jeden Moment was kommt, aber ja. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ja, aber lass doch noch ein bisschen weiterspielen. Nee. Warum? Wir finden hier nichts. Ein bisschen. Doch, wir müssen das schaffen. Durch den Nebel verschwinden. Warte mal, hier war doch eben die ganze Zeit hier. Da, vielleicht hier mal jetzt was. Nee. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal dahin. Hast du das gehört? Guck mal, wir sind, glaube ich, dieser Zombie. Was laber doch. Guck doch mal. Warum? Bah, was ist das denn auf? Das ist auf einmal der Hinter Team. Uns! Ah! Wir sind das. Guck mal. Und jetzt zoom mal. Jetzt zoom. Was hat das zu bedeuten? Wir sind besessen, glaube ich. Nee, das macht mir Angst. Guck mal, wir sind diese Person, Alter. Wir haben das Rätsel gelüftet. Jetzt habe ich wieder voll Angst bekommen. Ich auch. Was blinkt denn hier? Guck mal hoch. Nee. Ja, was ist denn am Blinken? Jetzt blinkt es nicht mehr. Ja, Freunde, wir kommen nicht weiter. Wir müssen jetzt pausieren. Ja, wollte ich auch sagen. Ja. Angst. Wir sind jetzt auch schon bei 21 Minuten oder so angekommen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Genau. Wir versuchen es irgendwie rauszubekommen. Ja. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns bei Part 3 wieder. Haut rein und ciao.